wir haben gute Laune, wie ihr seht. Weil es Frühstück gibt. Genau, es gibt Frühstück. Es gibt nämlich Himbeer-Biskuit-Rolle. Und so sieht meine von vorne aus. Leider muss ich sie jetzt umdrehen, weil jetzt rolle ich sie ja dann zusammen. Genau. Und jetzt belegen wir sie. Mit Vanillequark. Genau. Das heißt, wir haben Smacktastic Vanilla Cream reingemacht, also damit es Vanillequark wird. Und dazu gibt es hier noch lecker Himbeersorbet. Das haben wir extra, die Himbeeren haben wir extra im Tiefkühler gelassen und dann gemixt, damit es schön kalt ist. Hm. Nein! Weiter geht's! Oh nein, das Babyfon! Hui! Oh Mann, ey. Naja. Weiter geht's! Genau. Und jetzt machen wir erstmal Matschepampe. Sieht aber geil aus. Ja. Riecht auch total lecker hier. Was ist der Quark noch? Magerquark oder wie? Ja, genau. Magerquark und nur Smacktastic drin. Das reicht schon. Wenn noch Süßstoff reinkommt, dann ist es zu süß. Ja, genau. Wir lassen den Süßstoff auch immer weg, weil wirklich das ist so süß. Also nehmt lieber ein bisschen weniger vom Smacktastic, reicht dann auch länger. Und dann habt ihr echt einen super geilen Quark. So. Oh, reicht aber genau, oder? Ja. Auf den letzten Zentimeter hier. Vanille! Raspberry! Oh! Ja, das ist Alina, wie sie leid. Warte, ja, doch. Ja. Aber ich glaube, Alina hätte es. Nein, ich habe da so viel Moos. Naja, guck mal. Geht doch, oder? Geht doch. So. Super. Hält. Der Dürum-Döner zum Frühstück. Der Dürum-Roller, genau. Ich muss in der Mitte einmal durchschneiden, damit wir mal reingucken können, wie das aussieht. Ui! Wow! Sind wir Backprofis geworden? Oh! Wenn du es gibt Frühstück! Alle profitieren davon, außer ich. Du hast gerade schon gefrühstückt. Du hattest leckere Brötchen. Ja, und wir haben dir den Ofen vorgeheizt. Ja, das war wirklich also eine Wohltat. Also, wir müssen jetzt leider essen. Wir sind heute leider raus. Tut mir leid. Oh, und so sieht das Ganze bei uns fertig aus. Zum Reinbeißen, oder? Mmh. Also, das ist mal ganz easy, ein Salat mit Hühnchen, Schafskäse, angebratenen Sonnenblumenkern. Ihr seid richtig motivated, kann es sein? Ja, wir sind jetzt auch schon an Tag 11 und jetzt müssen wir es drauf haben. Aber ich muss sagen, bisher seid ihr nicht zickig, ja, was ja bei Frauen bei einer Diät passieren könnte, eventuell. Noch haben wir gute Laune, oder? Außer Alex. Doch, du hast fast nie schlechte Laune, oder? Außer wenn du morgen mufflig bist. Ja, ich brauche ein bisschen am Morgen, aber ansonsten. Also uns geht's gut. Wir haben jetzt hier einen super leckeren Salat. Wollt ihr noch was sagen? Wir sind wieder raus. Jetzt Hunger. Okay, ciao. So, jetzt gibt es einen Zitronen-Gurken-Maracuja-Smoothie und den lasse ich mir jetzt schmecken. Guten Morgen zu Tag 12. Heute startet Tag 12. Ich habe 11 Tage Modern Crash Diet hinter mir und ich habe immer noch das gleiche Gewicht, also 3 Kilo abgenommen. Aber jetzt sehe ich endlich was an der Figur. Ich habe die ersten 3-4 Tage ja nicht so viel gesehen, aber langsam sieht es doch schon super aus wieder, oder? Ich freue mich riesig. Heute kommt die zweite Trainingseinheit der zweiten Woche der Modern Crash Diet dran. Und ja, Julian ist auch beim Sport, der ist aber ins Fitnessstudio gegangen und ich habe hier den ganzen Bereich für mich allein. Und da seht ihr schon ein Babyfon. Sonst liegt Lilly immer hier neben mir in ihrer Wippe oder sowas. Aber heute hat sie beschlossen, nochmal ein kleines Nachschläfchen am Morgen zu machen. Es ist gerade irgendwie 9.15 Uhr oder so und sie war heute schon seit 8 wach. Und dann haben wir ein bisschen gespielt und jetzt habe ich sie so fertig gemacht, dass sie jetzt wieder eingeschlafen ist. Und ich dachte mir, dann lege ich sie nochmal hin und trainiere eine Runde. Und das Babyfon ist das erste Mal dabei und ich bin gespannt. Aber ich glaube, jetzt schläft sie erstmal eine Weile und ich habe jetzt erstmal eine Dreiviertelstunde für mich. Wir legen los. Eine Minute, 37 Sekunden später. So, perfektes Beispiel. Lillys Mittagsschlaf hat jetzt genau eine Viertelstunde gedauert und jetzt ist sie wieder wach. Und jetzt sitzt sie da rechts neben mir und guckt mir zu beim Sport und sitzt hier in ihrer Wippe. Und kann jetzt auch schon fast alleine wippen mit den Füßen. Deswegen, ich muss nur noch ab und zu mal anstoßen. Und ich höre auch keine Musik mehr beim Sport, sondern ich muss mal ausmachen. Wir hören immer Bibi und Tina das Hörbuch, also so Hörbücher. Und doch, Musik schon, die Disney-Songs sind wir jetzt. Also wir sind jetzt voll umgestiegen im Musikprogramm. Und ja, jetzt geht's weiter. Huhu. Also nicht, dass ihr denkt, ich mache hier schlapp oder sowas. Ich bin gerade beim Liegestütze machen hier unten. Und die möchte immer Aufmerksamkeit, die kleine Monte. Ja, und ich wollte eigentlich auch nur mal kurz sagen, dass ich wirklich überrascht bin, dass ich überhaupt nicht schlapp bin. Ich hätte gedacht, bei solch einer kalorienreduzierten Diät bin auch ich schlapper. Natürlich werde ich jetzt mit dem Gewicht hier beim Sport keine großen Sprünge machen, aber ich nehme das Gewicht, was ich auch vorher genommen habe und bin auch nicht irgendwie schlapp und müde, obwohl ich ja nachts auch weniger schlafe als manche von euch mit der kleinen Lillymaus hier. Aber ich bin positiv überrascht für mich, dass es für mich so gut klappt, dass ich
überhaupt nicht kraftlos bin am Tag, dass ich auch keinen Hunger habe. Das hätte ich vielleicht auch erwartet, dass man ab und zu mal auf einen Leckerbissen Hunger hat, ist klar. Also ich meine, ich könnte mir auch, wenn Julia neben mir ein bisschen Chips isst oder so, die reinhauen. Aber ich halte ja jetzt 2 Wochen durch, zeige ein bisschen Disziplin und Durchhaltevermögen. Und das solltet ihr auch immer im Kopf machen. Also wenn ihr sowas angeht, dann versucht euch im Kopf nicht zu versteifen. Oh nein, das ist jetzt zu lange und ich habe gar keine Lust und sowas. Sondern dann braucht ihr gar nicht erst anfangen, sondern seid schon motiviert, wenn ihr da reingeht. Sagt euch, Mann, das sind 2 Wochen, die rock ich jetzt. Und dann habt ihr ein super Ergebnis am Ende und seid richtig stolz auf euch. So, ihr Lieben, so sieht das Sportprogramm hier aus mit der Musik. Die Disney-Parade, Supercalifragilistik ist hier an. Ja, sehr motivierend, wie gesagt, super krasse Trainingsmucke. Aber Lilly gefällt's und es ist die Hauptsache, oder? Einen wundervollen guten Abend. Ich habe mein Frühstück auf den Abend verlegt, weil ich wollte was Warmes haben. Hier gibt es Quarkpuffer und die Soße habe ich aus Magerquark und Smacktastic Schokogasm gemacht. Das heißt, so eine Nougat-Soße dazu. Und die Quarkpuffer, da habe ich Vanilla Whey reingemacht. Guten Morgen zu Tag 13 der Modern Crash Diet und das ist bis jetzt mein Ergebnis. Ich bin mega happy. Ich war heute Morgen auf der Waage 56 Kilo, minus 3,4 Kilo verloren. Aber noch wichtiger ist, dass ich mich jetzt im Spiegel wieder richtig gut leiden kann. Also so kann es bleiben, finde ich. Ein bisschen mehr Muskeln jetzt noch aufbauen nach der Schwangerschaft, aber so sehe ich jetzt gerade aus. So, zeigen wir mal von hinten. Zack. Also ich bin mega zufrieden und freue mich und ja, morgen ist der letzte Tag und dann bin ich schon durch mit den 14 Tagen, wie die Zeit verrast. So, jetzt ist schon wieder abends und ich habe euch heute ganz vergessen mitzunehmen und das ausgerechnet an meinem Big Refit Day. Jetzt wollte ich aber kurz ein Update geben. Ich bin nämlich gerade bei meinem Frühstück, was ich aufs Armbrot verschoben habe, nämlich meinen Kirschquark-Auflauf. Der muss, ich glaube, das ist eins der, also was heißt, es gibt nicht viele lange Rezepte, aber das dauert 5 Minuten in der Zubereitung, aber 60 Minuten im Ofen. Deswegen warte ich jetzt ganz gespannt drauf. Und da habe ich mein Frühstück aufs Armbrot verschoben. Und ansonsten gab es heute Falafel. Dann gab es irgendwas mit Orange, Karotte, mit irgendwas noch ganz viel Sachen drin. Ein Smoothie zwischendurch. Und dann habe ich heute noch ein kleines Küchlein offen. Mal gucken. Oder war das eher eine Minze? Ich muss gleich nochmal reingucken, was es war. Aber ich wollte euch mal zeigen, wie sowas im E-Book dann überhaupt aussieht. Und woher ihr wisst, wie viel Kalorien das hat, weil es alles für euch ausgerechnet ist. Und ich wollte es euch einfach mal zeigen. Also jetzt geht's los. Also so sah heute das Falafel-Mittag aus. Und hier seht ihr, Big Refit Day hat 770 Kalorien und ist dann auch noch in Eiweiß, Kohlenhydrate und Fette eingeteilt. Und dann sieht so der Teil mit den Zutaten aus und wie viel Gramm von was ihr braucht. Und dann habt ihr auf der anderen Seite den Zubereitungsteil, wie viele Minuten es dauert und welche Schritte ihr befolgen müsst. Und dann wird euch alles gesagt und dann kommt ein leckeres Rezept bei raus. So sieht jetzt mein Kirschquarkauflauf aus, der mit Himbeeren verfeinert wurde. Das ist meine Portion und wenn ihr jetzt hier stehen könnt, es riecht so lecker. So, wir gucken jetzt erstmal Prison Break auf Netflix und dabei genieße ich hier meinen Kirschquarkauflauf und ich sag euch, ich habe das schon probiert gerade, es ist so lecker. Ich bin so eine Künstlerin beim Backen geworden, sage ich euch. Nein, Spaß. Ich habe einfach mich nur ans Rezept gehalten. Guten Morgen zum letzten Tag der Modern Crash Diet. Es geht nämlich schon los mit dem ersten Meeting. Ich trinke jetzt ganz schnell noch meinen Smoothie. Es ist ein Johannisbeer-Smoothie mit Zitrone und noch irgendwelchem Chicorée und sowas drin. Also zum Glück sieht er fruchtig aus. Und ja, ich starte jetzt gut in den Tag. Julian macht sich da nämlich gerade hinten lecker Laugenbrötchen. Ich mache auch bald die Modern Crash Diet. Juhu! Also auf den letzten Tag. Prost! Hallo zum Mittag, herzlich willkommen. Letzter Tag Mittag hier. Wer es mitbekommen hat, die kleine Maus hier neben mir, die hat Samstag an Tag 12 eigentlich schon aufgehört, weil sie war fertig. Genau, ich habe mein Ziel erreicht. Ich wollte 2 bis 3 Kilo abnehmen und das ist mir auch gut gelungen, sogar mehr. Und ja, darum habe ich am Wochenende ein bisschen... Sie hat schon Big Refit eingelegt, würde ich sagen. Ein Big Refit. Ein Big Refit, genau. Die hatte nämlich, ja, was heißt, du hast mit Freunden ein bisschen was gemacht, genau. Ne? Und hast es dir gut gehen lassen, wobei ich mich strikt noch dran gehalten habe, weil ich wollte ja 14 Tage einfach mal durchziehen. Und jetzt gibt es bei uns Mittag und jetzt zeigen wir euch mal, was es Leckeres gibt.
Also eigentlich das Frühstück. Bei uns gibt es jetzt Waffeln. Wir haben natürlich zwei Portionen. Jeder von uns kriegt eine. Und wir haben hier uns, oh, das müssen wir jetzt aber mit uns beeilen. Ja. Wir haben uns eigentlich, Kirschen gibt es dazu. Und wir haben gedacht, wir machen mal ein bisschen Sorbet, genau. Ein Kirschsorbet, das schön erfrischend noch ist. Und dann gibt es was ganz Leckeres dazu. Ihr kennt es noch nicht, weil die kommen erst ganz, ganz bald bei Rocker Nutrition im Shop. Das ist Smacktastic to go heißt es. Und jeder unserer Smacktastic-Sorten gibt es jetzt auch als eine Art Streuer. Der passt immer in die Handtasche oder aber man kann damit beim Backen irgendwas dekorieren und nochmal oben was verfeinern. Also eine Geschmacksexplosion auslösen. Alex, du hast gesagt, wohin kann man es? Man kann es auch in Urlaub nehmen. Total praktisch. Und ich habe mir jetzt hier schon meinen Lieblings-Smacktastic ausgesucht. Was? Cinnamon and Sugar nämlich. Und jetzt, Alexandra wollte es nämlich jetzt als Puderzucker benutzen. Genau. Funktioniert das auch? Weil wir haben es gerade erst aus... Yep, sieht auch wie Puderzucker aus. Genau, nicht so viel, weil das ist ja sehr ergiebig, würde ich sagen. Es sind 50 Gramm drin, falls ihr jetzt gefragt hättet. Und jetzt gibt es bei uns erstmal Waffeln zum Mittag. Guten Appetit. Guten Appetit. Puh, sage ich euch. Heute bin ich die echt braucht. Alexandra ist da wesentlich schneller gewesen. Ganz easy. Ganz easy. Heute stoppt es schon sehr bei mir, der Waffelberg hier. Und wir wollten einfach nochmal sagen, das mit dem Waffeleisen unbedingt. Genau, weil ich musste für uns einen zweiten Teig anfertigen, weil mein erster überhaupt nichts geworden ist. Weil da habe ich vergessen, das Waffeleisen zu fetten und dann hat es überall geklebt und die Waffeln sind kaputt gegangen. Nehmt nicht ein Tuch, um das mal abzuwischen, weil es saugt euch dann gleich das alles wieder auf, sondern nehmt wirklich so einen Silikonpinsel oder sowas. Damit bappt es nicht an, ihr kriegt die Waffeln danach wieder ab und könnt eine neue reinfüllen. So, und dann wurde ich ganz oft gefragt, was ist denn, wenn ich zum Beispiel mal einen Tag keine Zeit habe zum Kochen, kann ich dann irgendwas machen und kann ich vorkochen? Natürlich könnt ihr versuchen vorzukochen und so, ob es alle Mahlzeiten funktionieren, weiß man nicht, weil ich habe mir auch versucht, so einen Shake vorzumachen, schon für ein Abendbrot, als ich den Shooting-Tag hatte. Ja, von meinem Shake, der Apfel ist so weit runtergerutscht, ich glaube, mein Shake war so klein nachher, obwohl er vorher irgendwie so war. Ja, der war dann nicht schön schaumig. Genau, und der, schmeckt immer noch gut, aber es ist halt dann nicht mehr so schön ansehnlich und macht ja dann auch keinen Spaß, wenn es seine einzige Mahlzeit ist. Deswegen haben wir ins Programm auch so zwei Easy-Going-Tage eingebaut, die halt wirklich so sind, wenn man schnell nur einkaufen ist im Supermarkt oder sowas, sich was mitnehmen kann. Es sind jetzt keine speziellen Gerichte, Zutaten, genau, die man braucht. Die gibt es überall im Supermarkt. Und, genau, das sind keine Gerichte, die man kochen muss, sondern es ist dann halt mal irgendwas mit dem Joghurt oder also so eine ganze Sachen. Oder ein Salat oder sowas. Also wirklich Sachen, die ganz, ganz schnell gehen und die man nicht kochen braucht und 70 Minuten in der Küche steht oder sowas. Genau, also das war nochmal eine Sache, die wir ansagen wollten. Ja, und du wolltest noch was mit zum Trinken sagen. Ach ja, das habe ich auch vergessen. Das wurde ich nämlich auch ganz oft gefragt, ob ich jetzt nur Wasser trinke oder ob auch Kaffee oder sowas erlaubt sind. Ja, schwarzer Kaffee mit zum Beispiel Smacktastic gesüßt obendrauf oder sowas ist natürlich erlaubt. Auch zum Beispiel so Leitgetränke oder sowas sind ebenfalls in Maßen erlaubt. Übertreibt es nicht. Wir gönnen uns zum Beispiel meistens am Tag mal so ein Eistee, Lipton. Genau, sowas hier oder sowas trinken wir auch zwischendurch, einfach um nicht immer nur Wasser zu trinken oder Tee. Das fällt nämlich mir ganz schwer. Ja, mir fällt es in der Schwangerschaft auch richtig schwer, nur Tees und Wasser zu trinken. Und irgendwann kommt einem das alles aus den Ohren raus. Und deswegen gibt es immer ab und zu mal so ein Leitgetränk oder so. Ist in Maßen ist das völlig in Ordnung. Und auch Kaffee in Maßen ist völlig okay in der MCD. Also, wir sind raus. Tschüss. Ciao. Ich bin bei der Abendbrotvorbereitung und ich mache mir heute Abend Thunfischmuffins. Die bleiben jetzt 40 Minuten im Ofen. Und derzeit mache ich mir noch einen kleinen Salat mit Tomate. Und dann gibt's Abendbrot. So, die allerletzte Mahlzeit vor dem Ergebnis morgen früh an Tag 15 sozusagen morgens. Heute ist der 14. Tag, der jetzt zu Ende geht und ich habe mir jetzt das letzte Mal Abendbrot gemacht. Und jetzt zeige ich euch mal, es gibt Thunfischmuffins, eigentlich mit einem Tomatensalat. Ich habe den Salat aber in die Thunfischmuffins gemacht und die Tomaten esse ich als Erfrischung so dazu. So sehen die Leckerbissen jetzt aus. Das sind meine Thunfischmuffins. Zack. Und jetzt wird sich mit Julian auf die Couch gesetzt und weiter Prison Break geguckt. So ihr Lieben, das ist mein Endergebnis. Die Modern Crash Diet 14 Tage sind beendet. So sehe ich jetzt aus und ich muss sagen, ich gefalle mir richtig gut. Meine richtige Wohlfühlform jetzt schon nach 14 Tagen. So sehe ich von der Seite aus. Zack. Und einmal noch von hinten. Seht ihr das? Bin ich gerade? So. Und ich muss sagen, ich finde es wahnsinnig krass. Ich habe ja bei 59,4 gestartet, bin jetzt bei
55, 8, 56, also so 3,4, 3,6 Kilo. Muss sagen, hätte ich gar nicht erwartet bei dem Ausgangsgewicht, was ich hatte. Finde mich jetzt auch richtig, richtig gut wieder nach der Schwangerschaft. Und waren keine einfachen 14 Tage, muss ich sagen. Waren schon anstrengend, waren sehr erlebnisreich, sehr kulinarisch. Ich habe ja alle Rezepte einmal durchgemacht, bis auf den Easygoing Day. Kann nur sagen, zieht's durch, es lohnt sich. Wenn ihr danach in Urlaub fahrt, umso besser, dann habt ihr gleich eure Urlaubsform. Bei mir geht's jetzt ab ins Büro. Ich mache es einfach so, ich zeige es jetzt meinen Kollegen auf Arbeit, was ich erreicht habe und motiviert die da mal ein bisschen nach Weihnachten vielleicht.